Die Habsburger Dynastie war eine der mächtigsten europäischen Familien, die von 1282 bis 1918 von ihrem Thron in Österreich aus verschiedene Territorien und Königreiche regierte. Doch neben Macht und Einfluss sind sie auch für ein besonderes körperliches Merkmal bekannt. Der Habsburger Kiefer oder Mandibular Prognathismus beschreibt einen Unterkiefer, der stärker als normal ausgeprägt ist. Dieses Merkmal war bei den Habsburgern sehr verbreitet und im Laufe der Jahrhunderte auf vielen Porträts der Familie zu sehen. Aber warum war dieses Merkmal bei den Habsburgern so häufig? Die Antwort liegt in den Eheschließungen zwischen den Familienmitgliedern. Um Macht und Einfluss innerhalb der Familie zu erhalten, heirateten die Habsburger oft untereinander, mit Cousins und Cousinen oder sogar mit Onkeln und Nichten. Der habsburgische Kiefer wurde von Generation zu Generation weitervererbt. Studien zufolge war die Blutsverwandtschaft zwischen den Eltern umso enger, je größer die Kieferdeformation des Einzelnen war. Aufgrund des großen Einflusses des Hauses Habsburg mit Eheschließungen mit Mitgliedern anderer europäischen Königshäuser erreichte die Missbildung auch andere europäische Königshäuser, insbesondere in Spanien. Die Porträts der Könige Philipp IV. Und seines Sohns Karl II. Von Spanien zeigen, wie sich die habsburgischen Gendefekte in Europa verbreiteten. Der Habsburger Kiefer erinnert uns visuell an die Gefahren der Inzucht und zeigt, wie soziale und politische Sitten die menschliche Physiognomie formen können.